Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Heute erzähle ich dir, warum ich viel zu dick für Eigenliebe bin. Also dranbleiben. Ich habe bei meiner Geburtstagsfolge ein Jahr Mediale Energetik Podcast dich dazu aufgefordert, einfach was in die Kommentare zu schreiben, falls es Themen gibt, die dich interessieren. Und Eve hat da geantwortet und hat gemeint, sie möchte mal gerne was zum Thema Selbstliebe haben und auch noch andere Themen, aber heute geht es jetzt mal um die Selbstliebe und dieses Video ist für die Eve gemacht. Aber ich hänge das Video an mir selber auf. Warum möchte ich an einem einfachen Beispiel gleich erklären, an mir, und einfacher wird es ja nicht. Es geht ums Thema Selbstliebe, Eigenliebe. Und das ist so ein Riesenbegriff in der ganzen Energetik, in der ganzen Esoterik und wie wichtig es nicht ist, dass du dich selber liebst und dann ist es egal, wen du heiratest. Stimmt nicht. am Rande bemerkt, nein, es stimmt nicht. Wenn du dich liebst, ist es eben nicht egal, wen du heiratest, aber ist ein super Buchtitel. Heute möchte ich kurz mal auf diese Selbstliebe eingehen. Vorneweg, Disclaimer, ich bezeichne mich als grundsätzlich zufriedenen Menschen und ich bin ein Optimist und es geht mir gut. Aber, und jetzt kommt das Aber, es ist mir völlig bewusst, ich bin zu dick. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man sich selber lieben, wenn man zu dick ist? Bin ich nicht einfach viel zu fett, um mich selbst zu lieben? Und das ist eine interessante Frage. Und das unterscheidet eigentlich schon die Eigenliebe oder Selbstliebe von der bedingungslosen Liebe. Die bedingungslose Liebe ist ja so eine Art Liebe, wie man sie vielleicht am ehesten bei einer Mutter findet, die das Kind liebt. Also das eigene Kind bedingungslos liebt, egal was das Kind denn macht. Und bei der Selbstliebe ist es so, dass es meines Erachtens gar nicht geht, dass du alle deine Aspekte, alle deine Anteile hundertprozentig liebst. Und das ist auch gut so. Denn ich finde, wenn du immer gewisse, du hast Themen, die funktionieren gut, die mag man an sich und dann gibt es Themen, die mag man nicht so an sich. Und ich finde es eigentlich gut, die Themen, die man nicht an sich mag, dass die mal da sind. Denn erstens einmal wird dir da was bewusst und zweitens kannst du dann an diesen Themen arbeiten, wenn du möchtest, oder du freundest dich eben mit diesen Aspekten an. Es ist nämlich so, dass der Mensch nicht so einfach aufgebaut ist. Also ich kann nicht sagen, ich liebe mich jetzt pauschal absolut selbst, denn dann bin ich vielleicht auf einer sehr erhöhten Ebene und auf diesen höheren Ebenen, ich habe es ja schon öfter gesagt, auch in diesem Podcast, ist man ja high, man ist ja da verrückt, nach oben verschoben und dann ist alles mal ganz schnell lustig. Aber normalerweise ist es schon so, dass jeder so seine Themen hat und sagt, da mag ich mich überhaupt nicht. Ja? Und wenn diese Aspekte in dir selber liegen oder in deinem Körperlichen liegen, dann kannst du damit arbeiten und kannst auch lernen, damit umzugehen. Also, bin ich jetzt zu dick für Selbstliebe? Liebe ich meinen Körper? Ja, ich liebe ihn, weil eigentlich ist es ein Schwerathlet, was der immer zu viel noch herumträgt. Was ich allerdings nicht mag, ist mein Verhalten meinem Körper gegenüber, weil ich natürlich von gewissen gesundheitlichen Problemen, das ist mir alles bewusst, und es ist mir auch klar, dass ich da mal was unternehmen sollte und ich stoße mich auch selber immer wieder darauf hin. Ich tue es aber momentan nicht, also passt es zurzeit so, wie es ist. Aber liebe ich jetzt diesen Aspekt? Nein, ich liebe ihn nicht. Ich liebe, oder sagen wir mal so, ich liebe den Körper sehr wohl, denn er ist wunderbar. Was ich nicht mag, ist eben dieses Verhalten, ist dieses Ernährungsverhalten, das ich dann an den Tag lege. Da merke ich ja momentan, das, was du dir da reinschaufelst, das führt zu diesem Übergewicht. Nachdem ich das aber momentan noch nicht so ändere, brauche ich mich jetzt eigentlich auch nicht beschweren. Und ich beschwere mich auch überhaupt nicht, denn ich finde es im Gesamten, wie gesagt, wunderbar. Aber das ist eben, denke ich, so der Punkt, wenn ich sage, okay, ich liebe mich selber, aber es gibt da gewisse Aspekte, die ich nicht so annehmen kann, dann schau mal, basieren diese Aspekte vielleicht auf deinem Verhalten? Und das kann man ja ändern. Auch deine Einstellung kannst du ändern.
Es ist ja nicht gegeben, dass ich sage, ich bin übergewichtig. Das ist ja eine Verhaltenskette. Da kann man sagen, okay, man hat Ernährung nicht gut in der Kindheit gelernt. Man hat einfach gewisse Rhythmen drinnen, so auf Pavlovsche Konditionierung, wo man sich immer wieder eine Tüte Chips reinpfeift, die man vielleicht nicht sollte. Und das braucht natürlich Zeit, diesen Rhythmus zu durchbrechen und das auch immer wieder zu wiederholen. Also, bin ich zu dick für Selbstliebe? Nein, bin ich nicht. Aber, wie gesagt, es gibt diese Punkte, wo ich selber zu mir durchaus mal strenger oder kritischer bin, was nicht heißt, dass ich mich nicht trotzdem annehme oder liebe, aber nicht bedingungslos. Denn ich erwarte von mir auch ein gewisses Verhalten. Ich könnte mich zum Beispiel nicht lieben, wenn ich sage, okay, ich putze mir jetzt mal, keine Ahnung, 3 Tage die Zähne nicht oder ich dusche mich einfach mal nicht. Das wären so körperliche Dinge relativ einfach erklärt, wo ich sage, okay, da muss ich sagen, da hört sich dann irgendwann einmal bei mir mit der Liebe auf. Und da würde ich mich auch nicht wohlfühlen in meiner Haut und mich auch nicht unbedingt mögen. Aber da gibt es ja Lösungen dazu. Deshalb nimm dich nicht pauschal ganz an, das wäre zu oberflächlich gedacht. Schau, dass du sagst, okay, welche Anteile schätzt du an dir, hast du gerne und quäl dich nicht, wenn es gewisse Anteile gibt, die du eigentlich nicht an dir magst. Achte nur darauf, dass du nicht solche Programme hast wie ich bin zu klein oder ich bin zu groß. Also solche Geschichten, wo du eigentlich nichts dran ändern kannst, da sei bitte bewusst, denn das liegt ja nicht in deiner Hand. Mit dem muss man dann umgehen. Und das entsteht ja dann durch eine gewisse Norm in der Gesellschaft. Okay, also das wäre mal so mein Input zum Thema Selbstliebe. Bedingungslose Liebe ist wieder ganz was anderes. Bedingungslose Liebe, wie gesagt, ist eine vielleicht mütterliche Liebe in der archetypischen Form oder halt eben dieses, was man so sagt, göttliche Liebe. Das heißt wirklich dieses, egal was du tust, egal was für ein Schuft oder eine Schuftin du bist, du hast Luft zum Atmen zur Verfügung, die Erde stürzt nicht über dir ein und du wirst genauso genährt wie jeder andere. Und da kannst du ja mal an das Gleichnis so vom verlorenen Sohn denken, dass gerade der Schwerenöter, der alles auf den Kopf stellt, der den Vater enttäuscht, der Willkommenste wieder an der Tafel ist, weil der so seinen Weg auch mitgemacht hat, wo die Söhne, die brav daheim geblieben sind, sich fragen, na, warum verdient der genauso dein Lob oder noch mehr dein Lob, Vater, oder genauso deine Liebe, Vater. Und ungefähr so ist das auch mit dieser bedingungslosen Liebe. Die bedingungslose Liebe ist für mich die Lebensenergie, die dir jeden Tag aufs Neue zur Verfügung gestellt wird. Das ist dein Geschenk. Die Selbstliebe, dass du sagst, okay, du magst jetzt Dinge an dir nicht, die kann nicht bedingungslos sein. Es ist natürlich schön, wenn du sie entwickeln kannst und wenn du eine grundsätzliche Zufriedenheit mit dir entwickeln kannst. Aber schreck dich nicht, wenn du gewisse Aspekte noch nicht so annehmen kannst. Wir haben ja noch Zeit, das zu lösen. Gut, das wäre so mein Gedanke mal zum Thema Selbstliebe. Und ich hoffe, du kannst dir da was mitnehmen. Wenn dir dieses Video gefällt, teile es, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, schreibe einfach in die Kommentare, wo du dich liebst oder nicht so liebst. Wenn du ein Thema für ein Video hast, schreib es ebenfalls in die Kommentare. Ich mache natürlich gern eines und ich bedanke mich nochmal bei Yves für das Thema dieser Woche heute. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich wünsche dir eine gute Zeit. Tschüss.